Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elsword mit der Lu und dem Ciel. Fangen wir mal gleich mit der Feldquest an. Okay. Ich muss hier die Typen besiegen. Wir sind so viel auf dem Feld, das mag ich nicht. Aber hier ist zum Glück nicht so viel. Also wo meine Questmonster sind. Ah nee, mach dir mal alleine. Ich wollte gerade sagen, wenn er die nicht umgebracht hat, dann bin ich überrascht. Und Nase putzen. So, da bin ich wieder. Die haben es gewagt, mich anzugreifen. Keine Manieren. So. Ich habe gerade schon abgelehnt. Warum sollte ich jetzt annehmen? So. Normal Upgrade. Nett gemeint, aber ja, mal sehen. Eigentlich nicht. So, ich muss mit Stali? Stala. Genau, Stala heißt die. Stala reden. Vulkanfeuertor. Eieieiei. Ich mal wieder aufs Feld zum Leveln. Ah, ich habe euch immer noch nicht die Notiz gezeigt, so jetzt aber. Ich möchte die hier haben. Der Eskaton verbraucht alle gesammelte Seelen, sofern es welche gibt. Pro verwendete Seele steigt die Reichweite und Größe um 3%. Das heißt, insgesamt kann die Reichweite und Größe um 15% zunehmen.
Also im Klartext, es trifft die Gegner und zieht die länger mit. Also zieht er, es trifft die Gegner häufiger und zieht die auch länger mit, um sie also noch häufiger zu treffen. Jetzt kann ich jetzt zum Beispiel einen Sprung verwenden und trifft an, obwohl es eigentlich nicht treffen würde im Normalfall. Und ja. Es trifft jetzt, glaube ich, 5 bis 7 Mal im PvP mit der Notiz. Wenn ich wenigstens 2 Seelen habe, trifft er dann, glaube ich, auch schon bis zu 10 Mal oder so. Man kann da einiges mitmachen. Ich werde doch dreifach Wasser auf meine Waffe tun, weil das ein bisschen günstiger ist als, als Eiswind. Auch so bin ich jetzt gewohnt, dass die Kombos nicht zu lange sind im PvP, weil ich ja Gear habe. Also kann ich auch einfach auf dreifach Wasser bleiben, den Schaden extra machen. Die Resistenz besitzen die jetzt alle in dem Bereich, wo ich spiele. Von daher nützt mir das sowieso nicht mehr so viel. Naja, ab die Post. Ach, nur noch der eine Level. Da bin ich zwar noch nicht Level 80, aber dann habe ich schon mal alles, was ich brauche. Das geht ja ganz flott von dieser Dungeon. Den hat man ja in ungefähr 4 Minuten durch. Sind zwar einige Räume, aber die Gegner kommen direkt einer nach dem anderen. Weiß ich mal, in Folge sollt ihr auch noch schaffen. Kein Problem. So, geschafft. Dramatik. Na komm. Das läuft doch ganz gut. Und weiter geht's.
Sophie ist auch gleich schon weg vom Fenster. Und es gibt 500.000, ja, viel gibt es nicht, der Dungeon ist ja auch sehr kurz. Naja. Habe ich denn noch so an Orbs? Danach. Ach, danach habe ich nur noch normale. Schade. Hatte mir kurz die Nase geputzt. Habe ich den Gegner angegriffen, so ein Arsch. Geht dem recht. Boah, schon wieder verstopft. So, da bin ich wieder. Nehmen wir Moment. Gegner. Ach, geht runter. Okay. Ja, das ist eine schöne Stelle. Zack, und da sind die Gegner weg. Und auf zum Boss.
Boing. Ah nee, jetzt mache ich das Portal aber nicht. Jetzt habe ich da keinen Bock drauf. Sechs, 10,1. Ah, wie schön, dass wir wieder den Bug haben. Vulkanfeuertor-Experte. Oh, da musste ich niesen. Eieiei. Da rutscht mir auch schon fast das Headset vom Kopf, ey. Richtig nice wäre mal eine einfache Mission, die 500 oder 400% EXP gibt. Nicht mehr lange, dann bist du mein. Ach ja. Eine Kiste mit goldenem Zubehör hätte ich auch mal gerne. Da habe ich nämlich genug Idee für das Dreifachwasser. Boah, muss mir andauernd die Nase putzen. Ruhe. Immerhin 80% mehr. Noch eine Steinkiste.
Ich muss noch zwei Items verwenden, fällt mir gerade auf. Oh je. Es wird wohl nichts. Ich glaube nicht, dass sie noch 30 Sekunden durchhält. Und wahrscheinlich so eine ganz knappe Geschichte, ob da jetzt noch klappt oder nicht. Oder könnte doch klappen. Hat also doch noch geklappt. Vulkanfeuertor-Experte. Jo, das mache ich aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.